Mit iOS 17 ist es ziemlich einfach, eigene Sticker anhand bestehender Fotos zu erstellen. Und im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr das machen könnt und wie ihr diese Sticker im Nachhinein noch etwas bearbeiten und daraufhin verschicken könnt. Sollten dich übrigens Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone und iOS interessieren, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr ganz einfach eigene Sticker erstellen könnt. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir zuallererst einmal mit dem Sticker erstellen und das ist wirklich denkbar einfach. Im Grunde genommen müsst ihr euch lediglich ein Foto in eurer Fotos-App aussuchen, welches ihr zu einem Sticker machen wollt. Am besten irgendein Objekt, was sich relativ gut vom Hintergrund hervorhebt, also wie in diesem Fall zum Beispiel von meiner Katze, die ja doch relativ deutlich sichtbar ist und der Hintergrund hat eben eine andere Farbe, daher kann man diesen Sticker sehr gut ausschneiden. Das Ganze wird von iOS auch automatisch erkannt und dazu müsst ihr im Grunde genommen hier nur einmal auf dem jeweiligen Objekt kurz gedrückt halten. Dann seht ihr auch schon, dass es hier so einen leichten Schimmer gibt, der einmal um das Objekt herum geht. Das wird automatisch erkannt und daraufhin habt ihr dann die Möglichkeit, diesen zu kopieren, nachzuschlagen oder eben auch hier auf diesen Pfeil zu gehen und daraufhin auf Sticker hinzufügen zu gehen und alternativ noch auf Teilen. Und was wir jetzt machen werden, ist einmal auf Sticker hinzufügen tippen. Daraufhin seht ihr auch schon, dass der Sticker hier im Sticker-Tab hinzugefügt wurde und wir diesen daraufhin noch einmal bearbeiten können. Wir können ihn neu anordnen, Effekte hinzufügen oder natürlich auch ganz einfach wieder löschen. Und seit iOS 17 ist es eben möglich, hier diese Sticker auch zu animieren. Das heißt, wir können hier auf Effekte hinzufügen gehen und daraufhin haben wir hier neben Original außerdem auch die Möglichkeit, eine Kontur um den Sticker herumzulegen, also hier so eine weiße Kontur. Dann haben wir hier einmal so ein Comic-Design, was wir wählen können, außerdem so ein gewölbtes, da seht ihr dann auch so eine leichte Animation, die eben erscheint und zu guter Letzt noch glänzend, auch da mit so einer leichten Animation, was auf jeden Fall, je nach Sticker auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte ist. Daraufhin könnt ihr dann zum Beispiel in die iMessage-App gehen und dann hier auf das kleine Plus und dann auf die Sticker und dann sehen wir genau das gleiche Menü wie eben auch schon und hier können wir jetzt die Sticker ganz einfach auswählen, wir tippen sie an und können dann hier auf Senden gehen und die Sticker eben genauso wie bisher bestehende Sticker über zum Beispiel Apps ganz einfach versenden und wir können hier natürlich auch diese Sticker anheften, das heißt wir können hier einen Sticker halten und dann eben hier ganz einfach platzieren und daraufhin werden diese Sticker dort angeheftet. Das heißt, das funktioniert genauso wie bisher mit bestehenden Stickern, die man vielleicht schon installiert hatte. Allerdings könnt ihr die Sticker auch ganz einfach in eure Tastatur hinzufügen und daraufhin dann in nahezu jeder App verwenden. Dazu gehen wir einmal in die Einstellung unter Allgemein, scrollen etwas nach unten zu Tastatur und hier finden wir jetzt einmal ganz unten die Möglichkeit, die Sticker an- bzw. auszuschalten und wenn wir jetzt hier einmal auf Einschalten gehen, dann können wir die Emoji-Tastatur ganz einfach mit den Stickern verwenden und dann zum Beispiel auch in WhatsApp die Sticker verschicken. Testen wir das Ganze auch direkt einmal am Beispiel von WhatsApp und gehen in der Tastatur hier unten einmal auf die Emojis und dann seht ihr auch schon links die Sticker, die ihr eben hinzugefügt habt. Zum Teil wird euch das hier auch so angezeigt und ihr müsst dann einmal nach rechts swipen und dann werden euch hier die erstellten Sticker angezeigt. Und das Schöne ist jetzt, ihr könnt diese ganz einfach versenden. Das heißt, ihr geht auf einen Sticker rauf und der wird dann auch als Sticker versendet, nicht irgendwie als Foto mit einem weißen Hintergrund oder ähnliches, sondern tatsächlich richtig als Sticker, was ich wirklich sehr cool finde, dass es eben system- bzw. app-übergreifend funktioniert und man alle beliebigen eigenen Sticker eben schnell anhand von Fotos erstellen und dann in jeder App verschicken kann. Diese neue Funktion rund um die Sticker ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem ziemlich lustig und vor allem gut umgesetzt, dass es appübergreifend funktioniert. Und sehr gerne könnt ihr mir eure Meinung zu dieser neuen Funktion unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!